ein Stück Gurke dabei. Mach das. Okay, ist schon viel besser. Mhm. Was für andere Gummibärchen und Kekse sind, sind für mich Gurke und Rührei. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Termin mit dem Webdave im, wo sitzt du? Im Universum irgendwo, im Dunklen. Wie ihr wisst, oder vielleicht auch nicht, ist der Dave beim Robin, bei Workshops.de Trainer und kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Genauso wie ihr auch alle durch die Bank. Und zwar bist du, erzählst du eh gleich selber bestimmt, kein Nativprogrammierer ab Schritt 1 mit einem IT-Studium, sondern ein Zickzack-Weg. Und der Plan, soweit wir das abgesprochen haben und ich mich daran erinnere, an unsere exzellente Absprache, ist, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst und dann gibt es noch Zeit für Rückfragen. Total krass konkret. Ja. Dann fang mal an. Wer bist denn du und was machst du hier? Ja, ich bin Dave. Ich bin heiser. Aber ansonsten geht's mir gut. Genau, ich bin... bin Entwickler und Softwareentwickler und Trainer bei, ich mache Workshops, ich mache Mentoring, ich mache auch Projekte, ich bin bei Robin mit im Portal und Trainerteam. Genau, Robin ist der mit der fancy Frisur. Genau, ich habe im Prinzip, habe ich das alles schon hinter mir, was ihr quasi macht, nur eben auf einem komplizierten Weg wahrscheinlich. Weil ihr habt jetzt ein Bootcamp und ich hatte das damals nicht. Ich bin kein studierter Entwickler. Ich hab nicht mal Abi. Unfassbar, oder? Wie kann man bloß heutzutage noch einen Beruf ausüben und kein Abitur haben? Nein, ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Radio- und Fernsehtechniker. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, es gab mal Fernseher, die hatten so Röhren drin, also Bildröhren. Und es gab auch Radios, die hatten Röhren drin. Sowas habe ich quasi repariert. Also da alles, was jetzt quasi ganz extrem teuer als Custom oder sonst wie Sachen rauskommt, das habe ich quasi gelernt, sowas zu reparieren und so weiter. Genau, dann habe ich meine Ausbildung gemacht, dann habe ich irgendwann meine erste Anstellung gemacht in einem Panasonic Service Center. Das ist keine Werbung übrigens, ne? Also es ist wirklich keine Werbung. Weil es war so die schlimmsten, oder nein, es waren bis dahin die schlimmsten 3 Monate meines Lebens, weil es so übelst langweilig war. Weil Kameras, also die nannten sich damals DV-Kameras, also digitale Videokameras. Da waren früher so kleine Videokassetten drin und nicht mit einem Speicherchip und so weiter. Die habe ich quasi repariert und man hatte genau 2 Modelle. Wenn man gut war, wenn man Anfänger war, so wie ich, dann hatte man ein Modell und das hat man repariert und zwar jeden Tag. Das gleiche Modell und die hatten alle die gleichen Fehler. Das heißt, man hat jeden Tag das Gleiche gemacht. Es war sehr kreativ. Dann habe ich gesagt, ich gehe und mache was anderes. Dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe hier meinen ersten Job als Geselle angetreten und habe Fernseher repariert und habe Satteranlagen gebaut und so weiter. Also das, was man sowas macht in dem Beruf. Und dann plötzlich merkte ich, dass in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe und in dem ich auch immer gestanden habe, dass die Fernseher immer dünner wurden. Und immer flacher und immer größer, aber immer leichter. Und dann dachte ich mir, okay. Und dann habe ich einmal den Fehler gemacht, dass ich habe ein Gerät reingekriegt, das hatte ich kurz vorher verkauft. Das war ein, ich glaube, es war ein Sony oder sowas. Auf jeden Fall war das ein Flachbildschirm. Damals hießen die noch Plasma-Bildschirm oder auch TFT-Bildschirm. Also ein Flachfernseher war das, ne? So nannten das alle. Und dann wussten alle, das ist auf jeden Fall nichts mit Bildröhre. Und ich habe dann einfach mal die Dreistheit gehabt und habe das Ding aufgeschraubt und habe es repariert. Es war relativ schnell zu finden, das Ganze gut beschriftet alles. Also ich meine, da ist ja nicht mehr viel mit drin. Ja? Das heißt, relativ, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, dann war der Fehler gefixt. Das Ding reparierte wieder. Das Ding funktionierte wieder. Ich hatte dann irgendwie ein viel zu großes Bauteil eingebaut, platzmäßig, und musste dann quasi bei der Werksvertretung anrufen und sagte, ich bräuchte mal ein Ersatzteil. Die, okay, was denn? Hast du eine Teilnummer? Ich sage, ja, das ist der und der Fernseher. Und er so, das ist neuer. Sag ich, ja, aber der ist kaputt. Und dann habe ich so einen Anschiss bekommen von Sony, dass ich diesen Fernseher repariert habe, dass das ja nicht angehen kann. Und das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, ich mache was anderes. Und habe dann irgendwie
habe dann den Beruf, bin ich dann in so eine Firma gekommen, die quasi produziert hat. Sprich, vom Konsumentenreparatur bin ich quasi zum Produzenten geworden. Wir haben Computer hergestellt. Und dort gab es dann irgendwie eine Produktionsstraße, so wie man das irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Elektronikfertigung gesehen habt. Da habt ihr quasi Roboter, die bestücken Platinen, und dann gibt es andere Roboter, die löten das von unten, und dann gibt es Roboter, die filmen das ab und gucken, ob da Fehler drauf sind. Und dann gibt es Menschen, die müssen dann gucken, ob die Roboter alles richtig gemacht haben und so weiter. Und ich war für diese Roboter zuständig und war nachher auch Abteilungsleiter für eben diese Produktion. Und ich musste irgendwie es hinkriegen, weil das mein eigener Anspruch war. Ich wollte besser werden. Ich wollte wissen, wie funktionieren diese Dinge eigentlich. Und habe dann quasi angefangen, nachzuforschen, wie diese Roboter funktionieren, und habe festgestellt, okay, die tragen irgendwelche Dinge, irgendwelche Zahlen und sonst was in Datenbanken ein. Also habe ich mich abends hingesetzt und habe gegoogelt, was Datenbanken sind. Damals gab es schon Google. Das war irgendwie noch ein ziemlich kleiner Laden damals noch, aber es war auch nicht lange nicht da, die waren lange nicht so groß. Da gab es, glaube ich, wie hießen die hier noch? Alta Vista war es, glaube ich, nicht mehr ganz. Ich bin nicht ganz sicher. Und Wie viel tausend Jahre hast du das gemacht? was das Entwickeln oder das Produzieren, das habe ich, ich glaube, 5 Jahre habe ich das insgesamt gemacht. Und innerhalb von den 5 Jahren habe ich dann habe ich mir dann quasi angeeignet, wie ich Datenbanken abfragen kann. Also es hat dann gehört, es gibt Datenbanken, und man guckt auf Datenbanken mit einer bestimmten Programmiersprache, die heißt SQL. Also habe ich mir quasi nachts in irgendwelchen Foren mit meinem relativ schlechten Englisch damals, habe ich mir dann quasi zusammengeklöppelt, wie man Datenbanken abfragt, mit SQL-Abfragen. Dann habe ich festgestellt, dass es sehr ungünstig ist, wenn man jede Abfrage immer einzeln schreiben muss. Also habe ich irgendwie einen Entwickler gefragt, den ich kannte, der mir erzählt hat, ja, man kann das Ganze auch dynamisch machen. Du könntest zum Beispiel, könntest du mit PHP irgendwelche Abfragen stellen. Sage ich, okay. Dann bin ich in mein Büro gegangen und habe erstmal rausgekriegt, was PHP ist. Also im Prinzip bei mir war es immer so, ich hatte irgendwie immer eine Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, und habe dann versucht, das zu lernen. Ne? Dann kam irgendwie natürlich, irgendwann kam das JavaScript dazu, und dann kam irgendwie Angular dazu und so weiter. Fakt ist, irgendwann war ich immer an einem Punkt, wo ich sagte, okay, ich glaube, ich will das komplett anders machen, ne? Weil das, was ich jetzt mache mit der Hardware-Produktion, das ist irgendwie nicht mehr das, was mich so erfüllt, sondern eher das nebenbei, das, was ich so als Side-Projekt hatte, das ist das, was mich so interessiert. Und dann habe ich meine erste Bewerbung geschrieben und habe mich quasi als Softwareentwickler beworben, ohne Abschluss, ohne Studium, aber mit einem sehr, sehr geilen Bewerberfoto. Ich muss das kurz in die Kamera halten. Das ist dieses Bewerberfoto übrigens. Das kann jetzt. Gut, ich hatte damals Fieber, das weiß ich noch. Ich hatte knapp 40 Grad Fieber, bin nachts dann ins Badezimmer gegangen, habe es relativ schlecht mit schlechter Beleuchtung im Badezimmer ein Foto von mir gemacht und habe das dann mit entweder Photoshop oder mit Paint.net habe ich das dann wieder reingebastelt und habe das dann als Bewerbungsfoto weggeschickt und hatte 2 Tage später eine Antwort. Also es hat funktioniert, und seitdem bin ich quasi als Softwareentwickler unterwegs. Selbstständig gemacht habe ich mich dann vor, glaube ich, 8 Jahren so halbwegs. Habe ich angefangen, die ersten Projekte und die ersten Workshops zu machen. 2014 dann so richtig krass mit richtig vielen Workshops. In die Zeit haben wir uns dann auch den ersten Kontakt mit, ich glaube, mit hier Robin, glaube ich. Das war damals so. Und genau, und 2000 und, wann waren das, 17 oder so, habe ich dann noch in der Probezeit hat man mich in der Firma, wo ich damals war, gekündigt, aus finanziellen Gründen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lasse ich mich gar nicht mehr anstellen. Jetzt bin ich quasi Freelancer, habe ich dann so beschlossen. Und dann habe ich bei der Krankenkasse angerufen, habe gefragt, was soll ich machen? Und die meinten nichts, alles gut. Dann habe ich beim Finanzamt angerufen und gesagt, was soll ich machen? Die so, ja, beantragen Sie eine Steuernummer, dann geht das schon. Und dann habe ich wo habe ich noch angerufen? Ich weiß, bei der Handelskammer. Und irgendwie die meinten zu mir auch alles ganz entspannt. Ne? Also ich bin da irgendwie einfach so reingeschlittert und habe einfach immer nachgefragt, was denn gerade so Sache ist. Genau, worüber ich eigentlich mit euch oder was ich euch erzählen wollte, ist das, was irgendwie so, ne, also das ist natürlich eine sehr, sehr lustige Geschichte, wenn man irgendwie dabei, wenn man nicht dabei war und sie von außen hört. Die war natürlich manchmal auch so ein bisschen beängstigend, wenn man immer mitkriegt, dass man quasi alle paar Jahre immer komplett von null anfängt, gefühlt. War es ja zum Glück nicht.
Was ich aber erzählen wollte, ist, wie gesagt, was man nicht so mitkriegt, sind so, man macht ja irgendwie so Dinge, ne? Also man geht dann irgendwelche Wege und die funktionieren. Das erfahren dann die Leute auch, wenn sie funktionieren. Also ich meine, die Instagram und Twitter ist voll von Ideen und Wegen, die funktionieren. Aber das ist ja nicht der Grund, oder ist ja nicht so die Baseline, ne? Die Baseline ist ja eher, dass die Leute irgendwie 20 Versuche machen und einer von denen funktioniert dann und dieser eine Versuch bringt dann hoffentlich so viel Geld ein, dass man damit davon leben kann. Ne? Und ich habe natürlich auch so eine Dinge getan. Ich habe Dinge getan, auf die ich heute nicht mehr stolz bin oder die ich so nie wieder machen würde. Das klingt jetzt schlimmer, aber ist, als es ist. Nein, also was ich zum Beispiel, mein allergrößter Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, ist, ich habe, nachdem ich mich Vollzeit selbstständig gemacht habe, habe ich auf eine Headhunter-Anfrage reagiert. Also Headhunter sind ja die Leute, die schreiben euch an, kennt ihr alle, ne? Und sagen, hey, wir haben einen richtig geilen Job, der ist richtig gut und dann wirst du, du wirst Millionär und das Projekt, das kannst du machen und das schaffst du schon und so weiter. So ungefähr hat er auch mit mir geredet und ich dachte, boah, das ist cool, ja, das macht bestimmt Sinn, was der erzählt. Und dann, ich habe damals schon Workshops gemacht und sagte dann ganz klar natürlich zu diesem Headhunter, hey, aber also ich bin nicht Vollzeit verfügbar für dieses Projekt, sondern ich kann das nur alle paar Tage machen. Also sprich, 2 Tage die Woche bin ich da und vor allem, das war ein Projekt in Hannover. Kommt jemand von euch aus Hannover? Gut. Ja, der Enrico. Oh Mist, einer kommt. Jetzt kann ich nicht mehr über Hannover lästern, ey. So ein Mist aber auch. Wer will schon nach Hannover, habe ich mir gedacht. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Aber du willst, ich dachte mir so, ich will ja nicht nach Hannover jeden Tag. Und deswegen war auch klar, ich habe dem Headhunter gesagt, hey, und auch nur remote. Und er meinte ja so, ja, ja, passt schon. Und im Endeffekt habe ich mich dann in einem Projekt befunden, was uns beide sehr unglücklich gemacht hat. Also erstens den Kunden und zweitens mich, weil ich habe ein Projekt angenommen, was mein Bauchgefühl gesagt hat, ey, mach nicht. Aber ich hatte einfach damals Existenzängste und sagte, okay, jetzt nehme ich das erste Projekt, was kommt. War keine gute Idee. Das ist so das Schlimmste, was mir jemals passiert ist, dass ich quasi nicht auf meinen Bauch gehört habe. Also erster ganz, ganz wichtiger Hinweis, hört auf euer scheiß Bauchgefühl. Ich meine, dafür ist es da. Es hat nichts anderes zu tun, außer euch zu sagen, hey, mach das nicht oder mach das. Ne? Also wenn die ersten Mikrosignale, die ihr mit eurem Unterbewusstsein mitkriegt, ne? Wenn die nicht passen, dann solltet ihr das quasi lassen. Ne? Also das war so das, was ich als erstes gemacht habe. Was war das Gemeine an dieser ganzen Geschichte? Das Gemeine war, dass der Kunde hat einen anderen Vertrag oder ein anderes Angebot bekommen, als ich einen Vertrag dafür geschrieben habe. Also bei mir stand drin in meinem Vertrag, dass ich das Ganze remote mache und auch nur so und so viele Stunden in der Woche. Und er hatte einen Vertrag, da stand drin, er bekommt einen David Möhrchen Vollzeit on-site. Der kam auf, ja. Hat eine Frage dazu schon vorher. Ja. Zu den Möhrchen-Öhrchen, was? Sind Zwischenfragen okay oder willst du erstmal Nein, stellt Zwischenfragen, sonst vergesse ich sie nachher. Oder ihr habt sie vergessen. Stellt sie sofort. Ich hab nämlich eine Frage, weil ich glaube auch, dass die Menschen jetzt hier im Bootcamp wahrscheinlich auch Headhunter noch nicht kennen. Ich weiß nicht, aus welchen Bereichen ihr sonst kommt. Ich wollte nur kurz mal einen Einwurf geben, dass ihr auch versteht, wie groß der Bedarf ist und warum wir euch in diesem Bereich ausbilden. Wenn ich mein LinkedIn-Profil public habe und irgendwelche Postings mache, kommen da so 10, 20 Anfragen die Woche, die mir irgendwelche Jobs andrehen wollen. Das ist halt super, super ätzend. Und der Bedarf ist halt so groß und die Margen bei diesen Headhuntern sind so groß, dass da, also es sind im Prinzip Menschen, die einfach nur sagen, okay, da ist ein Bedarf, da kann ich Geld verdienen und versuchen einfach nur Leute draufzuwerfen. Und was irgendwie Dave dann auch meinte, die vermitteln halt nur, sind aber meist inhaltlich nicht so versiert. Das heißt, die können euch ja sehr schwer wirklich helfen. Also ein qualitativer Headhunter ist sehr wert, aber es ist ja wirklich so, da sagt eine Firma halt, wir brauchen jetzt dringend nächste Woche Menschen und der schreibt halt 1000 Leute an und die halt antworten, die schmeißt er dann halt da drauf. So, das sind Headhunter. Also ich weiß nicht, ob ihr das aus irgendwie euren Joberfahrungen auch so kennt. Es ist wirklich so,
das ist wie Spam, du wirst total zugeballert. Das heißt, da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Man fühlt sich immer geschmeichelt, weil die einen dann mit großen Gehältern locken und mit allen möglichen Freiheiten. Aber es ist wirklich, ja, es ist wie so eine Honigfalle, wo man dann reinläuft. Nur auch mal zu erklären, wie das System da funktioniert, falls ihr den Begriff nicht kanntet und nicht wisst, wie das da abläuft. Weil der Bedarf ist halt wirklich so riesig, dass es halt wirklich manchmal echt, ja, anstrengend sein kann, sich dann in so ein Headhunter-Spiel reinzubringen. Darum ich wollte das nur kurz erklären, Dave, weil ich nicht wusste, wenn man aus anderen Bereichen kommt, ob jemandem klar ist, wie dieser Markt funktioniert. Macht Sinn, ja. Ja, genau. Also genau, das ist auf jeden Fall kein, was sagt denn gerade ein Kollege zu mir? Das sind die ganz, ganz armen Schweine, ne? Da werden teilweise, wenn da irgendwie so Psychologie-Studenten genommen, die werden dann quasi losgelassen und werden gesagt, besorgt mir so und so viele Leute. Also ich weiß nicht, wer von euch kennt auch das Jamba-Spar-Abo? Kennt das jemand von euch? Die Alten und Thorsten ist schon wieder zu alt dafür. Also als wir in dem jung waren, da jung. Ich sag mal jung, ne? Okay. Da gab es sowas. Das sind auch so Abo-Fallen, ne? Und genau das machen die eben auch, ne? Also macht das nicht. Von mir kommt da irgendwie relativ schwer wieder raus. Also, was heißt schwer wieder raus? Ihr werdet die ganze Zeit noch voll gespammt. Ich bekomme jetzt noch irgendwie knapp einmal die Woche wahrscheinlich einen Anruf von denen, können Sie mir einmal ein Status-Update geben? Nee, kann ich nicht. Ich kann schon, will ich aber nicht. Ja, aber ich meine, die sind. Und ich glaube, dass sogar die Zeugen Jehovas Respekt vor denen haben. Ne? Also wenn ich will jetzt niemandem zu nahe treten, ja, aber die gelten ja immer so als das, was so am penetrantesten ist an der Tür und oder am häufigsten irgendwo da zu sehen ist. Und ich glaube, das ist bei denen da relativ ähnlich. Ne? Genau, das war quasi so ein Ding, dass ich nie wieder mit einem Headhunter-Seitdieb gearbeitet habe und auch nie wieder musste, zum Glück. Das war auch, glaube ich, so ziemlich mein größter Fehler. Was ich zum Beispiel ganz am Anfang ganz kurz mal überlegt hatte, so, ne, dass man quasi sagt, okay, ich gehe jetzt eine Investition nicht ein, weil das Geld gerade nicht da ist. Das wäre, glaube ich, auch nochmal so ein Fehler, den ich einmal fast begangen hätte. Also ich brauchte irgendwie eine neue Hardware und habe dann gesagt, okay, ich kann nicht, weil, ne, gerade kein Geld da. Und ich glaube, dass man gerade, ob es jetzt eine Hardware ist oder ob das irgendwie, keine Ahnung, Büroräume sind, wo man reinzieht oder sonst was, das zahlt sich ja nachher aus, das refinanziert sich ja. Ne? Also ich glaube, es ist, ich weiß nicht, wer von euch alle diese deutschen Tugenden in sich reingeplankt und reingekloppt bekommen hat, über die viele gerne mal sprechen. Es gibt ja so Vorurteile, wie Deutsche sind, und das bin ich definitiv nicht. Ne? Also es heißt immer, Deutsche sind tüchtig und verlässig und pünktlich. Robin hat es bewiesen. Und so weiter. Ne? Und das interessiert kein Schwein. Also ihr müsst einfach nur verlässlich sein und versucht nicht irgendwie für die Zukunft irgendwie den Kram irgendwie auf hohe Kante zu legen. Natürlich, man braucht ein bisschen was auf hohe Kante, aber versucht euch nicht kaputt zu sparen mit irgendwelchen Erwartungen und so. Okay, ich kann mir das erst dann. Ne? Also ich meine, man kriegt überall irgendwelche Mikrokredite, die noch zu guten Konditionen zurückzahlbar sind. Ich glaube, da braucht man sich nicht davor schämen. Sowas. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass das Arbeitsamt mein Freund war am Anfang. Also ich dachte zuerst so, oh Scheiße, jetzt, wie gesagt, als ich arbeitslos wurde und dann quasi umgeswitcht bin auf quasi Selbstständigkeit, dann dachte ich mir so, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich eben mit dem Arbeitsamt telefoniert und die meinten, ja, sind Sie jetzt beschäftigt? Ich sage, nee, also ich habe jetzt ja nichts mehr. Ja, müssen Sie sich arbeitslos melden. Und dann musste ich da tatsächlich hinfahren. Ich sage, aber ich will ja gar keinen neuen Job. Ich will ja quasi mich selbstständig machen. Da meinte sie, ja, aber das müssen wir machen für erstmal die Statistik natürlich und für meine Berechtigung. Ich sage, wie Berechtigung? Ja, dann können Sie nämlich die Tage, an denen Sie keinen Gig haben, können Sie sich arbeitslos melden. Und ich sage, was? Also, wenn man quasi neu startet, das habe ich vom Arbeitsamt gehört, genau, alle Sätze hin, Stift drauf, mitschreiben. Ihr könnt quasi die Tage, in denen ihr quasi keine Beschäftigung habt, könnt ihr euch quasi arbeitslos melden und könnt euch dann quasi für die, wenn ihr wieder einen Job habt, meldet ihr euch quasi wieder von der Arbeitslosigkeit ab. Das heißt, ich habe dann irgendwie am Anfang des Monats immer, wenn ich wusste, dann habe ich irgendwelche Aufträge oder irgendwelche Workshops, habe ich eine Mail ans Arbeitsamt geschickt. Da kriegt man dann so eine E-Mail-Adresse für sein Postfach und habe gesagt, hey, die und die Tage bin ich verfügbar fürs Arbeitsamt.
Und solange das einen bestimmten Prozentsatz eurer verfügbaren Arbeitszeit nicht überschreitet, ist das für die okay. Und das Ding ist, normalerweise dürft ihr als Arbeitslose nichts nebenbei verdienen. Ne? Und das heißt, wenn ihr arbeitslos gemeldet seid. Deswegen sagte sie, melden Sie sich ab, dann interessiert uns das nicht, was Sie verdienen. Das heißt, ich hatte am Anfang irgendwie so ein beruhigendes Puffergefühl aus dem Arbeitsamt, was so rüberkam an Geld, was natürlich nicht der Rede war ist. Aber es ist aber schon mal ein gutes Gefühl zu wissen, okay, das ist so und so. Und das ist natürlich begrenzt für eine gewisse Zeit. Ne? Also sprich, man kann, glaube ich, maximal 12 Monate kann man arbeitslos sein. Danach fällt man sowieso in diese Hartz-IV-Dingens rein. Und jedes Mal, wenn ihr euch quasi wieder abmeldet, dann verlängert das quasi diese Zeit, in der ihr das quasi beanspruchen dürft. Und das wird eben in dem Moment, wird das quasi dann aufgehoben, sobald ihr quasi eine Beschäftigung habt, die, ich glaube, 25% freie Kapazität unterschreitet. Also irgendwie sowas. Also ein relativ cooles Ding. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool, also weil man hört ja immer ganz viel über den Staat und über das Arbeitsamt und über das ganze System. Und ich fand diesen Trick, den ich, wie gesagt, von einem Mitarbeiter vom Arbeitsamt am Telefon erzählt bekommen habe, den fand ich sehr cool. Und er meinte, das ist total legal, können Sie machen, kümmern Sie sich drum und so weiter. Und weil natürlich, das hat natürlich auch einen anderen Hintergrund. Es hat ja nicht nur den Grund, dass sie dann für diese Tage auch Geld bekommt, sondern es geht natürlich auch darum, dass sie dann natürlich auch für diese Tage Sozialabgaben oder Sozialversicherungsdingens, wie auch immer, das zahlt das Arbeitsamt für euch, ne? Das heißt, ihr habt nachher nicht, wenn ihr euch selbstständig machen solltet, eben nicht irgendwie so ein, wie heißt das, Vorsorge, Versorgungsloch. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ne? Also sprich, ihr lauft nachher nicht in irgendeine Leerfalle rein. Kann ich dann eine Rückfrage stellen? Ja, klar. Das heißt, da ist es richtig verstehe, du hast es quasi so gemacht, du hast gesagt, cool, ich mache mich selbstständig, ich kann aber noch nicht eine volle Auslastung garantieren. Und du hast quasi für alle die Lücken deiner Auslastung, der Selbstständigkeit, konntest du dich quasi jeden Monat individuell, konntest du sagen, cool, ich habe diesen Monat 10 Projekttage verkauft, die restlichen 10 Tage konnte ich nicht arbeiten, da war es dann quasi in den 10 Tagen auch abgesichert und konntest dann machen. Das heißt, relativ entspannt und easy, das ist ja echt cool. Geil, genau, und das wusste, wie ich kenne niemanden, der das kannte, dieses System, oder der diesen, ich sage mal nicht Trick, aber der dieses System kennt. Ne? Und dann habe ich auch noch eine Bekannte, die ist beim Arbeitsamt, die habe ich dann mal angehauen und sie meinte, ja, doch, mach mal, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, ne? Weil sie natürlich sofort so, das geht ja auch um deine Sozialversicherung und so weiter, damit das eben nachher kein Loch hat und so weiter. Das macht natürlich auch irgendwie Sinn, ne? Genau, das war irgendwie so das Nächste, was irgendwie wichtig war. Genau, aber natürlich hofft man natürlich immer, dass man irgendwann mal da reinläuft und genügend Anfragen bekommt. Und dann ist natürlich immer so die Frage, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir generell überhaupt Anfragen haben? Na, also wie kriegt man es hin? Also natürlich könnt ihr anfangen, irgendwie eine Webseite hochzufahren und irgendwie versuchen, eine Google Ads-Kampagne zu fahren und so weiter. Ja, habe ich auch. Ne, ich zahle im Monat, ich darf hier Zahlen nennen, oder? Darf ich Zahlen nennen? Ja, ich muss ja meinen. Ich mein, du darfst alles machen, was du im Internet haben möchtest. Ich bin mein eigener Chef, das heißt, ich kann mir maximal selbst. Genau, also ich zahle im Monat 150 Euro an Google dafür, dass meine Webseite irgendwo in der Suche hochgerankt wird. Die hat 40.000 Hits die Woche. Ne, also 150 im Monat, 40.000 Hits die Woche kriege ich drauf und daraus kriege ich. Ich glaube, ich habe bis jetzt ein Workshop raus, ein Projekt quasi rausbekommen. Also na, nur mal so, dass das Ding zu mitzukriegen. Also diese Werbung, die man irgendwie online schalten kann. Man kämpft da natürlich mit ganz, ganz krassen Gegnern, ne, die da wesentlich mehr Budget reinpacken und sagen, hey, wir wollen und so weiter. Ne. Also ich meine, es gibt ja Leute, die packen 2.000 oder sowas rein in so eine Kampagne und die holen natürlich auch wesentlich mehr Geld raus. Also da ich glaube auch nicht, dass das sauber funktioniert. Ne? Ich glaube, wenn man gerade als Freelancer oder als kleines Unternehmen, ne, wenn ihr auch später auch gründen wollt, vielleicht mit kleinen Unternehmen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Die Chefin hat einen Beitrag oder eine Frage. Ja. Was ist denn auf deiner Homepage?
Ich habe nur einen Blog. Also sprich, ich schreibe irgendwelche Themen, die, wenn ich irgendwie Sachen rausgefunden habe oder und finde es lustig, dann schreibe ich darüber Blogpost. Wenn ich was gefragt werde und recherchiere darüber und erkläre, dass jemanden findet, das irgendwie ist interessant und möchte es nicht vergessen, dann schreibe ich darüber einen Blogpost. Also der Blog ist eigentlich nur für mich, damit ich weiß, wo es steht. Und andere lesen das eben auch. So Geht ist es es. denn, da auch in eine technische Richtung oder querbeet alle Themen? Eigentlich geht es schon in die sehr technische Richtung, also alles, was Frontend ist. Mittlerweile bin ich aber, da habe ich auch irgendwie meine Story, wie ich quasi in die IT gekommen bin, habe ich da mal hingeschrieben, weil jemand mal danach gefragt hat und ich das dem irgendwie mal aufgeschrieben hatte. Dann habe ich da drinne, weil das immer wieder gefragt wird, was hast du für ein Home Setup oder wie arbeitest du im Homeoffice? Das habe ich mal aufgeschrieben, weil das irgendwie jeder drinne hat. Genau, webdev.de ist meine Webseite, wie man auch da oben in der Ecke erkennen kann, in meinem Overlay. Aber wie gesagt, das ist alles nur erstmal so ein bisschen Werbung. Aber wie gesagt, das wirft nicht viel ab. Also da kann man sich auf keinen Fall drauf verlassen. Ich glaube, das wird vielleicht irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt was bringen, aber ich glaube nicht, dass das so der einzelne Weg sein sollte. Wolltest du was sagen, Nathalie? Du siehst so aus. Ja, ich wollte noch mal einen Schritt zurückspringen, was Ja. du vor der 40.000 Hits pro Monat. Und zwar, du hast vorher gesagt, als du dich für deinen ersten Job beworben hast mit deinem weltberühmten Foto aus deinem Badezimmer. Das glaube ich zumindest in der Webdev. Ah ja, also, ah ja, Webdev. Das Foto kommt bei mir dann. Ich glaube, bei vielen anderen auch. Wie war das denn, als du die erste Rückmeldung gekriegt hast mit: Aha, bitte kommen Sie vorbei, oder kannst du da, auch wenn es nochmal ein weit ungefähr 20 Minuten zurück ist, kannst du da nochmal konkreter darauf eingehen? Ja, genau. Ich habe das, also ich bin auf das Foto gekommen, weil ich natürlich Bewerbung geschrieben hatte und ich habe dann so ein, ich nenne das immer Konfirmationsfoto. Also sprich, ich habe dann so ein Foto genommen, wo ich dann mit so einem weißen Hemd, schwarzer Anzug und so weiter. Ich glaube, da war sogar eine Krawatte mit im Spiel und so Pinguin. weiter. Ja, genau. Ich nenne es auch gerne Pinguin. Und dann habe ich auf das Bild geguckt und habe nur gedacht, so innerhalb von einer Bruchteilsekunde hat mein Bauch mir gesagt, ey, wer ist das? Ne? Und ich dachte mir, das bin ich nicht. Also ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Und genau, das war da eben der Grund. Dann dachte ich mir so, okay, vielleicht einfach mal ein bisschen, ich meine, was habe ich zu verlieren? Einfach mal ein bisschen raus. Wie gesagt, ich hatte 40 Grad Fieber zu dem Zeitpunkt. Einfach mal rausstechen aus der ganzen Masse von Leuten, die da beworben oder sich bewerben. Ich bin die Rückmeldung, also sprich die schriftliche Rückmeldung, die war so relativ förmlich. So nach dem Motto, ja, interessantes Profil und so weiter, kommen Sie bitte vorbei. Da stand nichts drin von wegen, ich müsste doch bitte nicht im Superman-Dress kommen und so weiter. Vor allem in der Bewerbung, in dem Anschreiben stand irgendwas drin von wegen, ich habe Ihren Hilferuf gehört und ich eile zur Hilfe. Irgendwie sowas. Also richtig krass. Hattest Also Fieber, richtig, ha? ja, richtig krass fett aufgetragen. Ne? Und ich dachte mir so, wie gesagt, was soll kommen? Als ich dann dort ankam und irgendwie normal gekleidet war, also sprich normal casual, dann, wir haben uns so ein bisschen unterhalten und dann meinte der eine auch so, das Thema, das Foto war ganz kurz mal Thema, ne? Und interessant, auf jeden Fall ist es aufgefallen, bleibt im Kopf und dann ging es auch relativ schnell um das, was ich da an Skills aufgeschrieben hatte. Das ist natürlich immer, ne? So ein Foto ist natürlich erstmal nur zum Blenden und zum, hey, ich bin da, ne? Um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, aber man muss natürlich dann hoffentlich auch mit irgendwelchen Skills oder mit irgendwelchen Erfahrungen oder mit irgendeinem Weg, den man kann, quasi oder den man beschreiten kann, quasi punkten. Dafür ist natürlich perfekt, dass ihr sowas wie ein GitHub-Profil oder sowas habt. Das ist so im Moment so gängig. Ne? Wir sind hier bei einem Coding-Bootcamp, also geht es hier um Entwickeln. Das heißt, man packt alles rauf, was ihr nachher an Projekten macht. Einfach immer mit rein ins GitHub-Profil reinpacken. Natürlich gibt es natürlich Projekte, die ihr nicht verteilen dürft oder nicht so. Dann schreibt davon irgendwie sowas wie ein POC, ne? So ein Proof of Concept, wo ihr einfach nur das Konzept quasi kurz erklärt und schreibt das hoch, damit das irgendwie, erstens habt ihr einen Platz, wo ihr es wiederfindet. Und zweitens, man findet euch darüber. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne irgendwie bei euch arbeiten oder für euch arbeiten, dann kommt immer die Frage, hey, schick mal dein GitHub-Profil. Ne? Und dann wird geguckt, was hat er gemacht, was tut er, was kann der, was sind seine Skills und
kommt man, dann kann man den anderen relativ gut irgendwie so ein bisschen auch einschätzen, was der, ob der überhaupt so auch der, der Stelle gerecht wird. Ne? Grundsätzlich ist ja so, dass diese ganzen Stellenausschreibungen, die sind ja immer so, dass man, da wird immer drin geschrieben, wir brauchen, wir haben im Prinzip, haben wir 12 Stellen frei, aber wir brauchen einen, der das alles kann. Das sind quasi immer die Stellen, die quasi ausgeschrieben werden. Und im Endeffekt müsst ihr einfach nur auf einer Ebene dann quasi überzeugen. Also lasst euch nicht abschrecken, wenn da irgendwas drin steht, was ihr nicht könnt. Ne? Also ich meine, erstens, man ist lernfähig, immer. Und zweitens, die suchen das gar nicht. Also die suchen, da sitzt irgendjemand, der von der Technik, wie gerade Robin schon sagte, keine Ahnung hat. Vielleicht sitzt da irgendwie jemand aus HR und sagt, ey, ich sollte was schreiben als da, dann schreibe ich da alles rein. Ne? Und die copy-pastet sich das auch nur alles zusammen, ne? Und sagt, okay, ich nehme jetzt diesen Satz von da und den Satz von da. Wahrscheinlich haben sie sogar Bewerbungs- oder Ausschreibungsgeneratoren wahrscheinlich schon, ne? Wo sie nur mit so einem Klick-Ding das Ganze zusammenschustern lassen können. Also da dürft ihr euch auf keinen Fall irgendwie abschrecken lassen. Habe ich da mal kurz rein, Dave? Ja, natürlich. Das finde ich super interessant, weil das ist genau der Punkt. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich auch irgendwie in anderen Projekten war, dann kommt immer eine Person zu mir und fragt dann so, ja, ich muss eine Stellenausschreibung machen, kannst du mal ungefähr die Technologien beschreiben, die im Projekt sind? Dann sagst du halt so, ja, was ist denn da gerade drin? Keine Ahnung, also wir nutzen das, wir nutzen das, wir nutzen das, so, ich glaube, das machen wir gerade so. Und dann wird das halt, dann weißt du diesen Kontext gar nicht, dann wird das halt reingepastet. Und dann ist halt so ein Technologiebaum und dann wird mal gesagt, ja, wir brauchen einen Entwickler, eine Entwicklerin, die das alles kann. Dann denkst du halt so, okay, das ist ein Fünf-Personen-Team. Also, ja, aber jetzt ist er schon auf der Webseite. Mal gucken, wer sich bewirbt. Okay, alles klar. So läuft das wirklich. Also lasst euch nicht abschrecken. Und letztendlich wollen die Personen, wollen die Teams euch haben. So, und wenn ihr halt einfach sagt, cool, ihr passt in das Teamgefüge rein, bewerbt euch einfach. Also wenn ihr sagt, cool, generell finde ich interessant, kann ich noch lernen, bewerbt euch da, finde ich total interessant, kann ich nur unterschreiben, was der Dave auch sagt. Kannst du vielleicht nochmal, was mich mega interessieren würde, wie war denn dein erstes Gespräch wegen so Gitterprofil und so? Mich würde das mega interessieren, wie das dann so abliegt, dein erstes Gespräch. Ja, ich hatte damals überhaupt nicht mit GitHub gearbeitet. Ich wusste gar nicht, was GitHub ist. Also musste ich mir natürlich vor meinem ersten Gespräch ganz schnell noch irgendwie rausschaffen, wie ich denn irgendetwas nach GitHub schieben kann. Ich hatte Projekte, die waren in SVN. Das war ganz, ganz schlimm. Einfach nur Versionskontrolle, weiß ich, werdet ihr wahrscheinlich auch nochmal irgendwie was drüber sprechen und so weiter. Wenn euch das interessiert übrigens, Git, am Montag bin ich mal im Stream. Es wurde gewünscht, da werde ich ein bisschen was von GitHub zeigen. Ich habe kurz Werbung gemacht. Aber dafür kriege ich nichts. Egal. Ja, ihr könnt auch dem WebDev auf Twitter folgen. Dann habt ihr jetzt endlich einen Grund, um euch ein Twitter-Profil anzulegen und auch den Ladies von letzter Woche zu folgen. Und es gibt guten Katzen-Content, auch für dich, Musa. Ja, genau. Genau, ich musste, wie gesagt, mir dann irgendwie meine Projekte ganz schnell irgendwie auf GitHub schieben, habe ich dann irgendwie gemacht, auch echt übel und dreckig. Und dann natürlich sah man dann natürlich, das sind Projekte, die haben keine Historie, das heißt, da hat jemand das einfach so schnell mal hochgeschoben. Und ich konnte das dann aber auch relativ einfach auch erklären, so nach dem Motto, hey, natürlich arbeite ich immer in einer Firma, da darf ich nichts hochschieben und jetzt habe ich hier so einmal zurechtgeschnitten und ein paar Methoden rausgeholt, die man zeigen kann und so weiter. Das war auch nachher gar nicht das großartige Ding, sondern es ging nachher in so ein persönliches Gespräch, wo dann irgendwelche Themen abgefragt wurden, ne? Wo gefragt, hey, kennst du das? Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Kannst du damit was anfangen? Und ich hatte mich damals schon sehr aufs Frontend und auf JavaScript damals vor allem ganz extrem fokussiert und dann weiß ich noch, dass der Typ mir gegenüber, er hieß übrigens Klaas, das weiß ich heute noch, dass der mich fragte, wie sieht es mit Java aus? Und ich so, habe ich keine Ahnung. Dann guckt er mich an und meint, oh, das finde ich mutig, dass du das sagst. Sehr, sehr ehrlich. Und ich dachte nur so, hä? Und guck ihn an und meine nur so, warum soll ich denn sagen, dass ich das kann? Ich meine, im schlimmsten Fall fragen sie mich gleich irgendwas und ich habe keine Ahnung. Deswegen, also ich glaube, man kann da ganz gerne irgendwie sich auch nackig machen und sagen, hey, das und das kann ich und das kann ich nicht und vielleicht will ich das Ganze auch gar nicht lernen. Also das ist ja auch irgendwie valide, wenn man sowas sagt. Ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr große Liebe für CSS.
Ich erwarte, das glaube ich jetzt gleich vom Tisch, vom Stuhl fällt vor Lachen. Nein, eben nicht. Ne? Das heißt, ich sage ganz klar, wenn ein Projekt an mich herangetragen wird und der wird gesagt, hey, und machst du auch Design, dann lege ich die Dinge ab, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Ne? Also ich mache wirklich nur das, worauf ich Bock habe, weil dann mache ich sie. Ansonsten ist das nämlich echt ein Problem. Ne? Also sprich, sucht euch irgendwie was aus, was ihr könnt oder worauf ihr Bock habt und macht da irgendwie, wie nennt das, der Gamer skillt dort einfach mal und nach oben. Und dann wird es schon irgendwie klappen. Ich hatte... Ich würde auch ganz kurz, Dave, noch ganz kurz. Natürlich. Wenn ihr irgendwie auch Fragen habt oder so, ne? Ich soll ja kein Dialog hier mit uns sein. Ihr könnt auch einfach Fragen in den Chat schreiben oder Hand heben oder was machen. Also ihr dürft auch gerne das Mikrofon einfach anmachen und einfach mich unterbrechen. Quatscht einfach rein, weil wahrscheinlich habt ihr ja nochmal ganz, ganz andere Fragen. Wie auch zum Bleibungsplatz alles Mögliche. Also immer rein mit euch. Dann kann der Dave auch mal nur was trinken unter seinem Green Screen. Alles gut. genau. Fragen oder winkst du nur? Sind Fragen? Dann stell sie gerne. Du bist gemutet. Unten links. Ja, genau. Hallo. Hi. Hallo. Jetzt könnt ihr mich hören, ne? Ja. Ja. Erstmal, ich kam auch ein paar Minuten zu spät. Sorry. Ich bin Ellie. Und Mareike hat mich liebenswerterweise eingeladen. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich habe jetzt einfach eine Frage. Ich fand das sehr interessant, was du gerade erzählt hast mit den Skills. Also, dass in der Stellenausschreibung immer so viele Sachen stehen und die Leute trotzdem den Mut haben sollen, sich zu bewerben, auch wenn sie es nicht können. Und weil ich auch ganz neu in dem Bereich bin, also ich bin eigentlich Jobcoachin und gerade, ich hatte auch schon mal ein paar Leute aus dem IT-Bereich, die dann auch, ja, was du gerade beschrieben hast, immer ganz so, ich sag mal, fokussiert sagen, ja, ich kann diese Sprache, Programmiersprache und dieses, aber mehr nicht. Und wie weit kann man sich da so die Grenzen überschreiten? Oder ich sag jetzt mal, ja, also das kannst du ja auch gerne nochmal ausführlicher machen, wenn, oder vielleicht hast du einen Link oder etwas, dass man wirklich sagen kann, ja, bis da und dahin sind die Grenzen und dann ist es wirklich auch ein ganz neues Feld. Also. Genau, also ich glaube, eine super coole Grenze ist, auf jeden Fall in meiner Bubble, ist ganz klar Frontend und Backend, weil das ist ja halt das, was okay. Irgendwie ganz oft irgendwie so, ich sehe so wie eine Stellenausschreibung, wo drin steht, hey, wir suchen einen Entwickler, der soll CSS, JavaScript, HTML können, dann soll er SQL können, dann soll er noch Java können, vielleicht sogar ein bisschen .NET, Python auf jeden Fall, dann wäre natürlich PHP ganz cool, dann vielleicht noch generell noch mit der CI noch um können und dann sollte der wahrscheinlich auch noch Projektmanagement machen und die Mitarbeiter schulen. Also das war jetzt nichts ausgedachtes, das sind genauso noch Stellenanschreiben, die ich schon gesehen habe. Und also die ganz krasse Grenze, die man auf jeden Fall immer ziehen kann, ist, hey, wenn da nichts übers Frontend drin steht und ich bin quasi, habe mich quasi eingeschossen aufs Frontend, dann könnt ihr es quasi lassen, weil dann suchen sie keinen. Wenn da Frontend und Backend drin steht, dann auf jeden Fall. Ne? Weil in der Regel, die schreiben zwar quasi immer, hey, wir brauchen einen Fullstack-Entwickler. Fullstack heißt immer, der soll quasi den kompletten Technologie-Stack, also alles, was quasi diese Firma einsetzt, soll er quasi können. Sprich, alle Makros, die in Excel laufen, müsst ihr noch warten können. Dann sollt ihr am besten noch den Server und die Wiki warten können und dann soll und so weiter. Den ganzen Scheiß, den man normalerweise nicht machen möchte. Das in der Regel suchen die sowas nicht, sondern die schreiben es immer gerne mal rein und hoffen natürlich, dass sie jemanden finden, aber über die Zeit kriegen natürlich auch mit, hey, das gibt's nicht. Na, also mir hatte, als ich habe dann irgendwie bei Twitter habe ich geschrieben, hey, ich bin jetzt übrigens selbstständig, ab jetzt, ich bin offen für Angebote und da hatte mir ein Freund aus Israel, der heißt Uri, der hatte mir zwei ganz, ganz wichtige Ratschläge gegeben. Und zwar, der erste war, versuch dich zu auf eine oder versuch dich zu spezialisieren. Ne, als auf ein Ding. Ne, sprich, entweder Frontend oder Backend. Bei mir ging es sogar so weit, dass ich mich quasi auf ein, mehr oder weniger auf sogar ein JavaScript-Framework spezialisiert habe. Das ist eben Angular, das Framework. Und weil wenn du quasi alles kannst oder vieles kannst, dann rennst du quasi in eine Richtung mit
vielen Leuten. Ja, das heißt, du findest immer jemanden, der das auf jeden Fall besser kann. Und wenn du eben dich auf etwas, auf eine Sache quasi spezialisierst, dann bist du irgendwann mal in diesem Expertenmodus drin. Ne? Das heißt, du hast irgendwie plötzlich, weil du musst, dann kommt jemand an und sagt, hey, wie funktioniert das in Java? Dann kannst du als Angular-Experte sagen, ist mir scheißegal, ich weiß aber, wie das hier funktioniert und ich kann dir ganz genau erklären, wie das Ganze funktioniert. Und dann bist du nämlich relativ schnell mal auf so einem Level, wenn du dich spezialisiert hast, wo eben nicht mehr ganz so viele Leute sind. Und das ist natürlich dann immer so ein, also Alleinstellungsmerkmal ist immer wichtig, ne? Weil ansonsten fällt man hinten rüber. Ne? Ob das nun, ja, darfst du gerne gleich, ob das nun irgendwie ein Profilbild ist oder ob das Skills sind, die dich quasi alleinstellend machen, das ist, ist egal. Hauptsache, du hast irgendwie eine Art von Alleinstellungsmerkmal. Ja, Mareike? Mhm. Mich würde mal interessieren, du sagst jetzt, du machst, oder hier dein Framework ist Angular. Wie bist du denn da hingekommen? Also hast du das ausprobiert? Hast du Frontend, Backend, alles Mögliche ausprobiert und hast gesagt, boah, nee, das ist total nervig. JavaScript, oh ja, das macht eine CSS, finde ich total scheiße. Also wie bist du da hingekommen an den Punkt, dass du gesagt hast, so, ich gehe jetzt in die Richtung, das macht mir Spaß? Ja, ich habe es ausprobiert. Ich habe quasi versucht, mir Java beizubringen. Also ich bin Autodidakt, ich kann nicht studieren. Ich kann mir nichts erzählen lassen. Ich muss das ausprobieren am Projekt. Ich muss ausprobieren am Tool. Ne? Ich muss das Typische. Ich muss mir die Hände schmutzig machen beim Entwickeln, damit ich es verstehe. Weil rein theoretisch funktioniert es nicht. Das habe ich quasi als ich in dieser Produktion war, habe ich das quasi genauso gemacht. Ich habe immer irgendwo ein Wort gehört, wo jemand sagt, hey, man kann das Ganze dynamisch machen mit JavaScript. Okay, alles klar, was ist dieses JavaScript? Hey, man kann das vereinfachen. Es gibt sowas wie jQuery. Moment, wer ist dieser jQuery? Und was macht der? Wo wohnt der? Alles klar. Ne? Und dann kam irgendwas Ding, hey, und es gibt irgendwie sowas wie Angular. Was ist das? Und dann war ich relativ schnell da und habe mir das angeguckt. Und dann bin ich irgendwann eben an einer Stelle hängen geblieben, wo eben, das ist natürlich relativ einfach gewesen an der Stelle, weil damals gab es nicht ganz so viele Angular-Entwickler, die quasi Angular auf dem Level gemacht haben, wie ich mir das quasi beigebracht hatte, weil es keiner geschult hat. Ich glaube, Robin hat irgendwie zur gleichen Zeit angefangen, kann das sein, 2013, 2014 und so. Das heißt, es gab nicht so viele, also habe ich sowieso nur Anfragen für Angular bekommen. Das heißt, ich konnte mich auf die neuen Sachen einschießen, ich konnte mir das Ganze beibringen, ich konnte mir nah machen und das ist dann quasi alles automatisch gelaufen, ne? Beantwortest du deine Frage? Oder habe ich dich tot gequatscht? Nee, danke. Genau, wie gesagt, das eine war der erste Fort oder ganz erste Hinweis oder Ratschlag von Uri war, ich soll mich quasi auf etwas spezialisieren. Dann habe ich übrigens auch schon ein paar Mal diesen Ratschlag mit Manfred Steyer, irgendwie ein guter Freund von mir, schon diskutiert. Und er hatte jedes Mal bestätigt, ne? Also man sollte sich auf irgendetwas quasi fokussieren. Aber ich meine, wenn ihr überlegt, ihr habt euch ein Auto gekauft, gehen wir mal irgendwie in die aktuelle Zeit, ihr habt euch gerade einen Tesla gekauft, dann geht ihr ja nicht irgendwie in die Werkstatt um die Ecke, wo quasi alles gemacht habt, sondern ihr versucht natürlich dann am besten zu einer Tesla-Werkstatt zu gehen, weil nur die wissen, wie man die Schraube rechts rum oder links rum rausdreht. Ne? Und insofern, das ist das Ding, was da quasi im Hintergrund steht. Oder auf jeden Fall ist das, was man ja irgendwie so ein bisschen verkauft kriegt. Der zweite Ratschlag war, da ging es tatsächlich schon ums Eingemachte. Und zwar ging es darum, wie ich am besten berechnen sollte. Ne? Und das habe ich irgendwie auch nicht geht relativ weit umgesetzt. Und zwar sagte Uri zu mir, hey, und versuch nicht Stunden zu verkaufen, sondern versuch mal irgendwie entweder Tagesleistung zu verkaufen oder wenn nicht sogar komplette Projekte. Ja, dass du sagst, hey, ich baue dir das Projekt für das und das Geld. Ne, musst natürlich so schätzen können, damit du weißt, ich brauche dafür vier Tage. Ne, wenn es irgendwie drei sind, hast du Glück, dann hast du quasi einen Tag, den du extra verkaufen kannst, wenn du so möchtest. Also versuch irgendwie nicht irgendwie die Stunden zu verkaufen, weil das ist sowieso ätzend, also Stunden verkaufen, dann rennt man nachher nur noch irgendwelchen Leuten hinterher wegen Billo-Beträge. Generell irgendwie einfach mal gucken, dass man versucht, den Leuten irgendwie das so zu verkaufen, dass sie einen auch nicht nur für kurze Zeit haben wollen, sondern eben wirklich mal für ein komplettes Projekt und so weiter. Das macht Sinn. Ja, und wie gesagt, wenn du nur Stunden verkaufst,
dann alle, die Mathematik in der Schule hatten, wissen, dass man in der Woche, im Monat haben wir 176 Stunden ungefähr im Schnitt. Ja, das heißt, ihr könnt nur 176 Stunden verkaufen. Wenn ihr aber sagt, ich verkaufe meine Arbeitskraft für ein Projekt und ich mache das in die und die Umsetzung für mehr oder weniger einen Festbetrag, ne? Na, natürlich am Ende muss, natürlich schreibt ihr am Ende auch Stunden auf, ne? Und berechnet die natürlich auch, aber ihr setzt euch eben nicht fest und sagt, hey, ich mache das innerhalb von den Stunden, weil das funktioniert nie. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich ein Feature umgesetzt habe in einer bestimmten Zeit. Wir haben diese Woche, das ist super, super guter Punkt, wir haben diese Woche auch sowas gehabt wie Aufgaben schätzen. Das ist dann auch ist so, okay, dass man eigentlich immer Teile vergisst. Da haben wir diese Woche auch drüber geredet. Und dann haben wir wirklich so versucht, kleinteilig aufzuteilen und Pomodoros zu planen. Und ja, Projektbudgets werden immer gesprengt. Ja, cool. Ja, grundsätzlich. Ich finde es total interessant. Ein Punkt, wenn ich den einbringen darf, wo ich gerade noch eine Frage habe, weil ich das total spannend finde. Da hast du schon oft drüber geredet, aber ich rede auch immer wieder gerne mit dir darüber und würde das auch mit anderen gerne noch teilen. Ich finde es immer so absolut atemberaubend, wie du selbst bist einfach. Ich finde es total gut, total klasse, dass du einfach du bist und einfach raus und einfach machst. Keine nichts anderes. Genau, und du wirkst so selbstbewusst und so gut, aber kämpfst ja, wie wir alle auch intern immer mit deinem persönlichen Imposter. Das haben wir ja immer wieder diesen Punkt. Und auch jetzt, ich glaube, es ist so bam, bam, bam. Ich finde aber diesen anderen Aspekt auch nochmal total gut, wenn du da nochmal das teilst, weil ich finde, das hast du mir auch sehr ehrlich und offen so oft schon gezeigt und das hat mir auch sehr, sehr weitergeholfen. Also vielleicht, ich finde diese Imposter-Thematik auch total spannend nochmal, was auch mal darauf eingehen magst. Ja, komme ich gleich noch zu. Genau, mache ich einfach mal jetzt. Genau, Imposter. Ich weiß nicht, ob ihr Imposter kennt. Es gibt ja quasi ein Adelsgeschlecht, das heißt Imposters. Die haben sich alle gegenseitig umgebracht. Waren alles quasi, was waren das? Alles Mörder und Betrüger und haben sich gegenseitig nachher, glaube ich, alle, der Letzte, sich damit mit Gift umgebracht. Ich glaube, das war irgendwie Italien oder so. Ich bin mir nicht sicher. Da habe ich bei der Sendung mit der Maus nicht genau richtig aufgepasst. Aber auf jeden Fall ging es darum, dass genau diese Gruppe von Menschen, die Imposters, ganz, ganz gemein sind und damit aufgefallen sind, dass sie sich immer irgendwo hingestellt haben und gesagt haben, hey, ich kann das. Ne? Und das eben nicht konnten. Also sprich, sich quasi größer gemacht haben, als sie sind. Das Ding ist, dass wir genau dieses Problem in der kompletten, vor allem IT-Welt, ganz extrem haben. Ja, und zwar umgedreht. Und zwar haben wir das Ding, dass ich kenne niemanden, der auf die Bühne geht bei einem Talk und sagt, ich kann das. Und jetzt, wenn ihr neben mir steht, wenn ich auf die Bühne gehe, irgendwo auf einer Konferenz, dann denkt ihr euch, ach scheiße, wer stinkt hier so nach Schweiß, Alter? Ne, weil ich sterbe. Weil mein innerer Imposter, sprich mein innerer, ihr kennt das vielleicht auch als Schweinehund, der sagt die ganze Zeit, du kannst das nicht. Und das sagt er die ganze Zeit. Und manchmal auch lauter. Und das ist ein Grund, warum ich auch so laut bin, weil ich den einfach übertönen muss manchmal. Aber ja, genau, das ist ein guter Punkt. Also sprich, wenn ihr so eine Stellenbeschreibung seht, dann wird euer Imposter sofort sagen, oh, das schaffe ich nicht. Und jetzt, das sehe ich heute noch. Und wenn ich habe jeden Morgen habe ich um 10 Uhr in meinem aktuellen, oder wenn ich im Projekt drinnen bin, in dem aktuellen, wenn ich da bin, habe ich jeden Morgen um 10 habe ich das Daily, wo dann quasi Tasks besprochen werden und so weiter. Und dann sitzen Leute da und die wissen ganz genau, Dave ist der Typ für Angular. Wie macht man das? Und sofort schreit mein Imposter, scheiße, das kannst du nicht. Also, wenn ihr sowas fühlt, ne? Dann könnt ihr euch einmal hier umgucken und seht quasi insgesamt 11 weitere Leute. Und dann kann ich euch versprechen, dass die 11 Leute das genauso fühlen. Wenn nicht, dann ist sie gerade irgendwie sowas wie ein Sadist dabei oder sowas, ne? Oder so ein Psychopath. Aber ansonsten, die haben alle das. Ja, also jeder von denen, die hier sitzen, die sitzen da und zweifeln an sich selbst. Ich mache jetzt, ich mache JavaScript jetzt seit 2002, ne? Also sprich, 1996 kam das Ding raus. Ich bin 2002 eingestiegen, zusammen mit Ajax. Das heißt, ich bin quasi eingestiegen, als es plötzlich hieß, hey, wir können jetzt quasi asynchron JavaScript irgendwie oder irgendwie Daten abfragen aus dem Backend. Wir müssen nicht einen Reload machen und so weiter. Ich müsste eigentlich mittlerweile so eine gewisse Konfidenz haben. Also sage ich mir immer. Und mein Imposter sagt immer, nein, hast du nicht. Und genau, also ohne Witz,
Es ist wichtig, dass dieser Typ da ist, weil der sorgt dafür, dass ihr nicht als Überflieger kommt und irgendwie in die nächste Wand rennt und irgendwie nachher alle wie Arschloch behandelt. Also ich weiß, warum er da ist, und ich kann ihn auch mittlerweile auch schon gut einschätzen. Er kennt mich auch und der weiß, da kann ich ohne mich und so weiter. Aber das Ding ist, der gehört nun mal dazu und den kriegt man auch nicht weg. Ich weiß nicht, ob ihr also es gibt in der Webwelt oder generell in der Frontend-Welt gibt es ein paar mehr Leute, die relativ bekannt sind. Es gibt zum Beispiel einen relativ bekannten Entwickler bei Microsoft, der unfassbar viele Dinge schon getan hat. Ich rede von John Papa zum Beispiel. Oder es gibt andere Speaker, die haben irgendwie Tools rausgebracht wie ArcGIS, asynchrone Programmierung und so weiter, oder sind damit im Team. Und die erzählen mir, Alter, wenn ich auf die Bühne gehe, ne? Ich sterbe. Also genau das Gleiche, was ich euch gerade gesagt habe. Das erzählen die genauso mir, ne? Und dann denke ich mir so, ja, gut. Das ist ja, das bleibt auch so, ne? Und ich glaube auch nicht. Ich glaube, man muss sich eher Sorgen machen, wenn das dann plötzlich nicht mehr so ist. Ihr dürft einfach nur nicht zu sehr darauf hören, ne? Weil das einfach quasi, das ist einfach nur Lampenfieber, hätte man früher gesagt. Bloß, es ist so quasi teilweise so vernichtend, dass das eigentlich schon eher so ein Abbruchkriterium für viele ist. Aber das muss man eben quasi, man muss da drüber kommen. Ne? Also traut euch, sonst habt ihr keine Erfolgserlebnisse. Was machst du, um drüber zu kommen? Ich bin lauter. Und nein, was machst du, bevor du lauter wirst, sagst du? Nein, wir sind gerade zu leise, dreh mal hoch. Nein, ich versuche quasi mich daran zu erinnern, dass ich das schon mal geschafft habe, die Sachen. Also ne, ich versuche irgendwie so ein bisschen auch natürlich mich irgendwie selbst zu motivieren und so weiter. Und oder ich erzähle das jemandem. Deswegen habe ich das Robin zum Beispiel schon so oft erzählt, dass ich das nicht kann. Weil geteiltes Leid ist immer halbes Leid. Ich höre einfach ganz viele, die eben genau darüber sprechen. Ne? Und also irgendwann wird das schon, es wird einfacher, den quasi zu übergehen, diesen Imposter. Ne? Am Anfang ist es echt übel. Dann muss man einfach nur den Mut fassen. Also im Prinzip kann euch den ersten Schritt keiner abnehmen. Ne? Also den ersten Schritt müsst ihr machen, aber danach wird es einfacher. Und dann, also ne, ihr kennt das alle, ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer Bühne gesprochen hat oder gesungen hat, viel schlimmer. Ja, also bevor man den ersten Ton gesungen hat, ist ja immer so, dass man da steht und dann kann man gar nicht mehr reden und man kriegt Panikattacken und so weiter. Und sobald du auf der Bühne bist und eben einen Satz sagst oder einen Satz singst, dann sagt der Körper, ich sterbe gar nicht, alles klar, ich schaffe das. Ne? Und im Prinzip geht es bei Projekten und bei neuen Herausforderungen genauso. Ne? Also sprich, einmal kurz sich drauf vertrauen auf das, was ihr gelernt habt. Ne, das ist im Prinzip das Wichtigste, dass ihr wisst, was sind meine Fähigkeiten? Ja, die sind da, auch wenn der Imposter sagt, hey, alle anderen sind besser, dann trotzdem dürft ihr euch quasi trauen und den Schritt zu gehen, und dann wird euer Selbstbewusstsein auch irgendwann mitkriegen, ach guck mal, der Imposter ist ja gar nicht, bin ja gar nicht ich, sondern das ist ja irgend so ein Arschloch, was nebenbei sitzt und versucht, mich wegzuhalten, ne? Und dann wird das Selbstvertrauen auch größer. Reicht das? Als Motivation, als Erklärung. Also mache ich das. Ich fand es total gut. Ich kann ja kurz sagen, ich habe einfach mittlerweile so, bei mir ist das einfach, ich habe es fest eingeplant. Das ist einfach jedes Mal, wenn ich irgendwas mache. Also das ist auch so, jedes Mal, wenn ich irgendwo was erzählen muss, gerade von Wissen, ich gehe immer davon aus, das ist dann auch so, ja. Ja, der wird halt kommen, den plane ich einfach ein. Und darum ist es auch mittlerweile okay. Ich lebe auch mit dem in Symbiose. Ja, und wenn man überlegt, wie viele Workshops ich schon gemacht habe, ich habe 2019 waren es, glaube ich, 58 Workshops, nur 2019, plus Projekte, dann ist schon irgendwie sehr, sehr lächerlich, dass der sich immer noch melden darf, ne? Aber wir ist halt nicht los, ne? Du wolltest was sagen, Nathalie? Ich wollte in die Runde fragen, ob es denn weitere Fragen gibt. Es ist 16 Uhr. Nicht, weil es 16 Uhr ist, dass es eine Frage gibt, weil es 16 Uhr ist, sondern es ist 16 Uhr. Wir haben noch eine halbe Stunde. Der Thorsten hat eine Frage. Was? Thorsten hat eine Frage. Jo. Ja. Dann frage ich jetzt. Auf der einen Seite heißt es, dass die Industrie, die ganze Entwicklungsindustrie und sonst irgendwie, dass die ja händeringend Entwickler suchen, Frontend, Backend und Fullstack und sonst was. Na, und auf der anderen Seite
sieht man das oder hört man jetzt hier so, dass das jetzt einen vernünftigen Job zu finden dann auch nicht so ganz einfach ist. Jetzt habe ich da irgendwie, spüre oder fühle ich da so eine Diskrepanz, als wenn da irgendwie es viele Entwickler gäbe, die vielleicht gar nicht so die richtigen Jobs finden, oder ist diese Diskrepanz da, oder ich verstehe es gerade nicht. Nee, also die Diskrepanz ist eigentlich nur da zwischen dem Job und der Beschreibung. Also die Entwickler, glaube ich, gibt es. Du musst bloß die richtige Beschreibung für dich finden, was dein Job ist. Ne, erstmal musst du wissen, was willst du eigentlich machen? Ne, also wo ist da quasi die Richtung, die gehen möchtest? Und dann musst du natürlich einen richtigen Job dafür finden. Aber die Jobs sind da. Also im Prinzip, das ist etwas, was ich irgendwie immer wieder mal erwähne. Im Prinzip ist es im Moment so, dass wenn du IT machst, kannst du dich auf die Straße stellen, tagsüber, nachts, nach 21 Uhr im Moment nicht mehr, und kannst laut sagen, hey, ich kann IT, ich mache was mit Computer. Und dann kommt irgendjemand vorbei und hält dir einen Vertrag hin und sagt, möchtest du für mich arbeiten? Also im Prinzip ist es so, ich bekomme, wenn ich mir die Anzahl an Anfragen angucke, die bei Xing, LinkedIn oder direkt über mein Postfach reinkommen, dann kann ich das 100% zu bestätigen. Also im Moment muss man sich da gerade als ITler relativ wenig Sorgen machen. Ich weiß sogar von einem, der quasi Personalvermittlung macht, das ist quasi das nette Wort für Headhunter, der sagte, es kriegen sogar die Leute Jobs, die nichts können. Na, also wenn der hat wohl irgendeinen, den vermittelt der alle 3 Monate neu zum neuen Kunden, und der wird immer rausgeschmissen, aber er kriegt auch immer wieder einen neuen Job. Also selbst das ist, ne? Und wenn ihr irgendwo über diesem Level seid, dass ihr eben die 3 Monate übersteht, dann ist alles gut. Und wie gesagt, ich glaube, dass natürlich kann es natürlich geografisch irgendwie irgendwelche Jobs fehlen, ne? dass man die vielleicht für deine Skills nicht da hat, aber im Moment ist alles irgendwie auf Remote. Das heißt, ich glaube, im Moment ist es nicht das große Problem, sich irgendwo den richtigen Job zu finden. Gerade super sexy. Danke. Soweit ich das mitkriege, was man all den Menschen, die gerade suchen. Da werdet ihr 5 Verträge nach 21 Uhr. Das finde ich auch so mega spannend. Darum auch vielleicht nochmal, warum wir dieses Coaching machen. Also es gibt halt echt viele Jobs, so, und die Aufgabe ist halt, nicht irgendeinen Job zu machen, wo ihr dann ein Studium für das Wort ein Kotzreiz bekommt, sondern wirklich rauszufinden, welcher Job passt denn für euch. So, und der ist für dich, Thorsten, ist das vielleicht was ganz anderes, was es vielleicht für, ich weiß nicht, für den Dave ist. So, das ist, weil ihr einfach so, auch wenn ihr ähnliche Skills habt, es kann was komplett anderes sein, was für euch wichtig ist, wo ihr hin wollt. Und darum machen wir auch genau diese ganzen Coaching-Sessions, damit ihr dann auch nachher gucken könnt, okay, wo will ich hin? Weil natürlich, wenn du dann irgendeinen Job wählst, der nicht zu dir passt, so, und merkst dann so, ah, oh, das ist alles, habe ich mir ganz anders vorgestellt und dies und das, und dann willst du vielleicht gehen, bevor die 3 Monate vorbei sind, so, oder willst du irgendwas anderes machen. Und da geht es wirklich darum, da ist ein großer Need da und eine große Variation, aber wie in jedem Job, wie in jedem Beruf, musst du dich wohlfühlen und musst dich auch genau überlegen, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, und auch menschlich von der Firma und auch technologisch, auf was habe ich Bock. Und das kann sich auch ändern, mal alle paar Jahre, ist auch vollkommen okay. Und dich da halt zu reflektieren, und darum bin ich auch so mega froh, dass wir diese Kombination auch mit der Mareike und der Elli jetzt auch, hallo nochmal euch beiden, dass da die beiden quasi auch on board sind, um genau euch auf dem Weg zu unterstützen, so, ah, okay, ich muss mich nicht bei 1000 Jobs bewerben, sondern ich bewerbe mich bei den 5, die ich wirklich haben will, und da wirklich mit den besten Unterlagen, wie ich kann. So, das nochmal betont, weil ich das so unglaublich cool finde. Ich glaube auch, Thorsten, du bist ja auch ungefähr so in einem Alter, wo noch das, oder du kommst aus einer Generation, wo das irgendwie, wie war es bei mir, war es auch noch so. Dass eben, da war so, dass der Grundgedanke, du kommst aus der Schule raus, und dann lernst du einen Beruf, und dann bleibst du in diesem Beruf oder sogar in dem Unternehmen, bis du in Rente kommst. Also das sehe ich auf jeden Fall bei vielen, die so in meiner Generation sind. Ich bin jetzt irgendwie auch schon, und alle Ärzte, nein, hat es nicht gesagt. Genau, und gerade wenn dann Leute irgendwie dann auch noch ein paar Jahre älter sind als ich, also 15 Jahre älter sind als ich, dann ist das noch wesentlich weiter verbreitet, dass die teilweise noch immer sogar noch in einem Lehrberuf sind. Und oder in eben sogar noch in der Lehrfirma sind. Und das hast du eben, gerade in der IT hast du das gar nicht. Also in der IT ist es absolut normal, dass du alle 2 Jahre wechselst. Also das muss nicht sein. Also wenn ihr euch wohlfühlt, bleibt da. Bleibt so lange ihr wollt. Aber in der Regel ist es so, dass
Die meisten wechseln knapp alle 2 Jahre, weil dann ist, man kann immer so sagen, so ein Entwicklungsturnus, der geht so 2 bis 5 Jahre. Ja, das heißt, entweder machst du die kompletten Turnus mit oder nur den Anfang und gehst quasi kurz vor oder gehst quasi danach, wenn das Ding durch ist und suchst dir quasi dann dein nächstes Aufgabenfeld. Ist immer die Frage, wie schnell bist du gelangweilt von dem, was du tust? Wie lange kannst du dich selbst begeistern? Deswegen, also wechseln ist keine Schande. Ne? Also zu sagen, hey, ich habe irgendwie, aber auf meinem, das ist das, was meine Kinder immer noch in der Schule beigebracht kriegen. Ne? Also der Lebenslauf, wenn da zu viele Jobwechsel drin sind, das sei ganz schlecht. Ja, wenn du bei der Bank arbeiten willst, dann auf jeden Fall. Ne? Aber wir sind hier im Coding Bootcamp, das ist okay. Ne? Das heißt, da wird geguckt, wo hat er seine Skills reingekriegt, hat er schon mal international in Teams gearbeitet, kann der mit Leuten umgehen. Das sind viel schlimmere oder viel wichtiger Themen, die da sind. Ne? Also ob du Skills hast in einem bestimmten Thema und so weiter, das zur Not kann das jeder lernen. Wichtiger ist nachher so, kannst du in ein Team reinkommen und kannst du das Team mit dem Team mitarbeiten? Also quasi kannst du mitmenschen. Ne? Das ist quasi so, diese Soft Skills sind da teilweise wesentlich wichtiger als das. Ja, genau, ich wollte noch ein Ding sagen, oder ich warte kurz mal, bis ob noch Fragen kommen. Der Simon hat eine Frage. Ja. Und dann die Elli. Ja, eigentlich ganz kurze Frage. Gab es so für dich einen Tag, wo du gesagt hast, er bereut das, warum du programmiert hast, und hast gesagt, wäre ich besser in meiner alten Firma geblieben, hätte da irgendwie was repariert? Nein. Kurze Antwort. Aber wirklich nicht. Also das Ding ist, ich mache das immer noch Hobby, also ich repariere nichts mehr, sondern ich bastle immer noch mit Elektronik hobbymäßig, ich bastle Musikkram, ne? Also Verstärker und Gitarren und so ein Kram. Also ich habe mir die Skills immer noch noch beibehalten und nutze das immer noch, aber das wirklich nur als Hobby. Ne? Mehr auch nicht, als Ausgleich. Elli wollte noch was sagen. Fragen? Nein? Nee, war es nur dein Stift? Okay, gut. So. Okay, genau. Ich hatte gerade vor kurzem mit jemandem gesprochen, der in der ähnlichen Branche ist wie ich. Und der meinte, wie kriegst du es eigentlich hin, dass du jetzt noch in der aktuellen Zeit ohne Akquise, dass du Jobs kriegst? Ne, weil das ist ja generell, ne, ich habe ja vorhin schon gesagt, so Google Ads sind vielleicht nicht das ganz Ergiebigste. Die machen natürlich Sinn, dass, wie gesagt, ich habe gerade aktuell ein Projekt, wo jemand sagte, hey, ich habe dich gefunden über Internet, habe mir die Suche, bin auf Webseite gekommen, habe dich angeschrieben und jetzt machst du bei uns ein Projekt mit. Genau, das gibt es natürlich auch, aber ist natürlich relativ spärlich. Was wesentlich mehr bringt, ist natürlich der 1-zu-1-Kontakt. Ne? Also sprich, man muss euch kennen irgendwie. Also wenn ihr ich weiß nicht, wer von euch hat vor sich, ich weiß gar nicht, habt ihr schon mal darüber gesprochen, sich selbstständig zu machen als Freelancer oder geht es alles in Richtung Festanstellung? Also wenn ihr euch als Freelancer anstellen oder als Freelancer unterwegs sein wollt, dann geht nichts dran vorbei, über eine gewisse Bühnen- und Rampensau-Mentalität. Also das ist etwas, was man dann dummerweise echt entweder sich entwickeln muss oder was man quasi machen muss. Also du musst irgendwie einen Bekanntheitsgrad haben. Die Alternative wäre, ihr schreibt Bücher. Das ist quasi das andere. Und davon kann ich abraten. Robby wahrscheinlich auch. Nico also, auch. Da würde ich aber auch ein Veto geben, Dave, dazu. Ich glaube, das ist ein Weg, der gut funktioniert, wenn ich jetzt da reinreden darf gerade. Tut mir sehr leid. Gerne. Aber wenn man zum Beispiel mal den Sascha Brink, mein Mitgründer von Workshops.de nimmt, der hat noch nie auf der Bühne gesprochen, der hasst es und der hasst Konferenzen. Und der ist eher so im Hintergrund, sehr introvertiert und der hat auch Jobs en masse. Das ist er ist zum Beispiel eher auf so Meetups, dass er dann mit Leuten gute Gespräche führt und einfach so ehrlich ist und du musst nicht immer eine Rampensau sein. Also das funktioniert für uns sehr gut. Ich glaube, da gibt's so alle Part, aber er ist zum Beispiel auch ein mega erfolgreicher Entwickler, der einfach sich einfach guckt, ach, mit wem spreche ich heute auf diesem Meetup? Also im Grunde haben wir jetzt ja ein virtuelles Meetup und dann geht es wirklich darum, ach cool, ich habe den Dave kennengelernt, finde ich super interessant, ich quatsche den mal an. So, und dann 2 Jahre später ist dann irgendwann, weiß nicht, sieht man einen Tweet vom Dave, wo irgendwas steht, ich suche gerade für die und die Firma Leute. Ach ja, hier, weißt du, ach ja, komm, lass mal connecten. Also es ist wirklich, wirklich so ein Netzwerkeffekt und darum machen wir diese Events auch, weil es ist wirklich Community. Also es ist wirklich so, man kennt sich, man kennt seine Themen, man weiß, wer was tut und tauscht sich aus und ist auch ehrlich zueinander. Also es ist eine sehr transparente, ehrliche Community.
Genau, das ist eigentlich auch das Schlusswort, was ich sagen wollte, du mein, in diesem Rampensau und so weiter. Also auf jeden Fall, genau, bei mir hilft es. Auch um lauter zu sein als Imposter. Ich sagte, ich muss einfach nur laut sein. Aber genau, ja, 100% meiner, ja, bis auf diesen einen, aber sonst kommt, gut, dann sind es wohl 99% aller Aufträge, die kommen über die Community. Also über Menschen, die ich irgendwo eins zu eins mal auf der Konferenz getroffen habe, die meine Talks gesehen haben, die nach meinen Talks irgendwie irgendwo waren, die auf meinem Meetup waren, die ich auf irgendeinem anderen Meetup getroffen habe, die man zwischen den Talks irgendwo getroffen hat, drüber gesprochen hat. Genau daher kommen die. Ne? Und ich glaube, es gibt auch in dieser Welt, wo es eigentlich ja eher so digital und so weiter ist und ich meine, wir machen jetzt alle irgendwie IT und das ist sowieso alles digital, da geht es nachher sowieso wirklich nur darum, ey, wie kriegst du es hin, ein gutes Team zu formen, wie kriegst du es hin, jemanden zu kriegen, der quasi in das Team passt und da musst du schon mal irgendwie mindestens so ein bisschen mit dem aneinander geschnuppert haben, sage ich mal fast. Ne? Ich will jetzt nicht das Bild mit dem Hund bringen, aber ne, du wirst auf jeden Fall schon mal irgendwie wissen, kann ich, wie waren die ersten Mikrozeichen, ne? Also diese Mikrosignale, habe ich ein gutes Bauchgefühl gehabt, mit dem zu arbeiten oder nicht? Ne? Und wenn ihr das kann man eben nur im 1:1 rüberbringen, in den meisten Fällen. Oder auf jeden Fall in der Interaktion rüberbringen. Ob das jetzt hier 1:1 über 1:1 über Zoom geht oder ob das auf einer Konferenz ist. Ne? Aber auf jeden Fall geht es wirklich nur in Interaktion und sich hinzustellen, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier groß Werbung und mache irgendwelche Kampagne und hoffe, dass es dann irgendwie läuft. Das funktioniert nur ab einer gewissen Größe. Und dann braucht man es eigentlich nicht mehr. Kannst du noch einen Takt dazu sagen, wie das bei dir gestartet ist mit all der Community-Sache? Wir haben die Damen letzte Woche dazu auch gefragt, die Sarah Vieira, die du ja bestimmt auch kennst. Ja. Und so, erzähl mal. Damals, das war der Zeitpunkt, da kam die Information raus, dass Angular 2 gerade entwickelt wird und dass die gerade in die Alpha-Phase gehen. Das war, ich weiß sogar nicht, die Version, Alpha 52 war es übrigens, werde ich niemals vergessen. Und dann habe ich quasi angefangen und habe ein Tutorial geschrieben und habe das quasi, habe das so nebeneinander gestellt, wie geht die alte Version, wie geht die neue Version und so als Vergleich. Und dann habe ich irgendwie den letzten Teil von diesem Tutorial habe ich hochgeladen und habe das dann bei Twitter beworben. Und hatte 2 Minuten später hatte ich dann einen Robin Böhm bei mir im Postfach, der eine Anfrage, eine Freundschaftsanfrage oder sowas, ne, oder auf jeden Fall eine Nachrichtenanfrage stellen wollte, irgendwie sowas. Und das war so der erste Schritt, wo ich dann irgendwie in jemanden hinkomme, der eben auch das Gleiche macht, was ich mache, also auch irgendwie Tutorials, auch irgendwie Workshops macht. Und dann 2000 und ich weiß gar nicht mehr, wann irgendwie plötzlich kam jemand von dem von Google Developer Group hier aus Hamburg auf mich zu und sagte, wir haben jetzt demnächst das ein DevFest und so weiter. Kannst du was dazu sagen über Angular? Na, also die sind zu mir gekommen, haben mich gefunden und haben dafür gesorgt, dass ich quasi irgendwo auf die Bühne geschubst wurde. Und natürlich war mein erster Impuls natürlich nein, auf keinen Fall. Der hat mich dann aber zum Glück, hat der sich da mit mir länger unterhalten und hat mir dann Mut zugesprochen. Und irgendwann kriegte ich dann 2017 oder so, bekam ich dann plötzlich eine Mail rein. Das war das erste Mal international. Da kriegte ich eine Mail rein, so, hey, Dave, wir erwarten von dir ein Talk bei der NG Viking. Eine Konferenz in Kopenhagen war die damals. Und ich dachte, okay, wer ist das? Was ist das? Erstmal rauskriegen, wer mich da gerade angeschrieben hat. Es hat dann irgendwie ungefähr knapp einen Monat gedauert, ständige Konversation mit dieser Person, bis die Person plötzlich sagte, übrigens, es heißt she und nicht he. Oh, Mist, ich rede die ganze Zeit mit einer Frau. Also ich wusste überhaupt nicht, wer es ist. Ne? Es war damals Sherry und ich wusste überhaupt nicht, wer es ist. Und da bin ich dann quasi in die Community reingezogen worden und habe dann quasi auf der Konferenz, bin ich dann von dort aus weitergereicht worden an die Communities und bin dann extrem aktiv geworden. Wie heißt die? NG Viking? Nee, sag nochmal. NG Vikings heißen die. Genau. Ja. Du bist ja ein großer Fanboy davon. Ja, bin ich. Erzähl mal. Warte. Und dann hören wir auch auf. Oh ja, ich habe drauf gewartet. Oh ja.
Ich weiß gar nicht, wie geht das jetzt? Kann ich das hier oben draufstellen? Da sind, nein, die Hörner haben wir geschluckt, unfassbar. Ja, das sind Hörner dran. Kann man sehen? Okay, kann man nicht sehen, schade. Ja, man kriegt einen Eindruck davon, was da passiert. Genau. Nein, also es ist eine Community-getriebene Konferenz, sprich generell sind diese Community-Konferenzen sind immer sehr, sehr cool, weil sprich, da gehen Leute auf die, also man muss quasi einen Vorschlag einreichen, worüber man quasi sprechen würde und dann wird der eben von irgendeinem Konsortium wird das ausgewählt, ob das eben dann genommen wird oder nicht. Und dann steht man quasi vor ganz vielen anderen Entwicklern, die im Prinzip auf dem gleichen Level sind wie Aya selbst oder eben darunter oder sogar teilweise darüber und erzählt dann quasi über die neuesten Feature oder über seinen Werdegang oder irgendein Feature, was man entdeckt hat, was man richtig cool findet. Und das war genau das, was da passiert ist, ne? Also ich bin da tatsächlich in, glaube ich, 3 Talks drin gewesen und nach dem 3. Talk dachte ich mir, ja, das kenne ich schon. Warum bin ich hier? Und dann bin ich Manfred über den Weg gelaufen. Und dann habe ich mich mit Manfred unterhalten und dann habe ich mich mit Leuten aus dem Angular-Team unterhalten und dann habe ich mich mit, ja, und dann ging es einfach nur darum, dann kriege ich mit, okay, diese Konferenzen, da geht es gar nicht so sehr um dieses Wissensding, weil im Nachhinein kann man sich die Videos sowieso alle angucken. Es geht wirklich um die Community. Da wird eine Community aufgebaut und man hilft sich gegenseitig. Dann kam plötzlich jemand auf mich zu auf irgendeiner Konferenz ein paar Jahre später und meinte, hey, du hast doch Ahnung von Anfang, kannst mal gucken. Klappte vor mir sein Rechner auf und sagte, guck mal, ich komme da nicht weiter. Ne? Und dann saß ich da und habe dann mit dem seinen Code debuggt und habe das gleich dann quasi auch woanders nochmal mitgekriegt, dass ich das irgendwie auch selbst fragen konnte und alles für uns sonst, ne? So Mentoring-mäßig. Und das ist das, was das so, so besonders macht, ne? Dass das quasi eine echte Community ist, wo man quasi sich gegenseitig hilft. Ja, was generell so in der JavaScript-Community ganz, ganz krass ist, ne? Dass man da irgendwie erstmal ganz, ganz guten Content findet und dass man sich gegenseitig auch hilft. Das heißt, wenn man eine Frage stellt, dann kriegt man nicht diese typische Stack Overflow, warum brauchst du denn das? Das ist blöd, scheiß Frage und so weiter Antwort, sondern es wird quasi ernst genommen so, okay, ja, weil da kannst du es natürlich so lösen, aber es gäbe zum Beispiel noch einen besseren Weg, ne? Und oder es gäbe einen anderen Weg und so weiter. Da muss man natürlich immer gucken, wie man da antwortet. Aber ja, diese Community-Sache ist auf jeden Fall etwas, was sinnvoll ist, was man ernst nehmen sollte, wenn man wenn man erfolgreich sein möchte. Danke dir. Mareike hat noch eine Frage. Ja. Ja, wenn ich jetzt partout nicht sprechen will auf einer Konferenz, kann ich denn dann trotzdem dahin? Natürlich. Also du musst ja nicht als Sprecher, du kannst auch als Teilnehmer hin und dir das Ganze da anhören. Es gibt, also ich bin 2019 war ich, glaube ich, auf 16 Konferenzen oder 17, können auch mehr gewesen sein. Und ich habe auf diesen ganzen Konferenzen mir keinen einzigen Talk angehört. Also ich bin da gewesen und habe nicht in den Vorlesungen gestanden, sondern ich habe immer zwischen den Vorlesungen und während der Vorlesung war ich quasi vorne im Raum, vor den Vorlesungsräumen oder vor den Vortragsräumen, wie man die nennen will, und habe mit Leuten gesprochen, habe quasi gesocialized. Kann man das so sagen? Sagt man das so? Gesocialized? Also sprich, genetworked. Genetworked. Du warst der Open Space Schmetterling, der von rechts nach links geflogen ist. Genau. Und das bringt wesentlich mehr, ne? Also weil man dann ganz andere Gespräche führen kann, weil man irgendwie dann nicht irgendwie so einen globalen irgendwie Abschlag über irgendein Thema mitkriegt, sondern plötzlich kann man, das fand ich sehr, sehr geil. Ich habe auf der einen Konferenz habe ich am Tisch gesessen mit einem Kenneth Augenberg, hieß der. Und ich habe die ganzen anderen Namen vergessen. Das stellte sich aber raus, dass Kenneth Augenberg war damals der Lead-Entwickler für die Microsoft Edge DevTools, also für die Browser-DevTools. Und der saß auf der linken Seite von mir. Auf der rechten Seite saß der Typ, der war für Mozilla bei den DevTools im Team und gegenüber saß einer, der aus dem Chrome DevTools war. Und ich saß da und dachte mir so, nein, ich mit diesen Leuten zusammen. Und ich konnte meine Fragen platzieren und konnte irgendwie das Ganze bekommen, meine Informationen bekommen, die ich brauchte. Das war sehr, sehr cool. Ich glaube, Robin wollte was sagen oder wollte er Tschüss sagen? Nee, ich finde es total cool. Also das ist ja auch so mit einem Haupttrigger, warum Nico und ich heute diese Fireside und auch Nathalie und auch alle hier diese Fireside jetzt so euch mitgeben. Das ist so die Community, werdet ihr auch noch Stück für Stück merken. Stellt euch vor, ihr habt so eine Truppe, wie wir jetzt sind,
Und man wirft 10 von diesen Truppen in den Raum für 3 Tage zusammen und ihr könnt einfach abnörden. Ihr könnt einfach sagen, was machst du denn gerade? Ja, das und das. Und ich habe, ach cool, erzähl mal, was ist das denn das? Und es ist wirklich so ein offenes, ehrliches Interesse, tauschen miteinander. Macht total Bock. Ich war zum Beispiel auch bei meinen ersten Konferenzen, war ich auf der JS-Conf EU, das war in Berlin eine JavaScript-Konferenz. Und ich stand da wie, keine Ahnung, vergessen Brot in der Ecke und war so, ich kenne niemanden. Keine Ahnung, was mache ich denn hier? Hat überhaupt gar keinen Plan, was ich hier mache. Und dann kam irgendwer an, läuft an mir irgendwie rum und denkt irgendwie so, okay, was machst du denn? Ja, ich bin der Arndt Isler, kennst du ja auch, Dave zum Beispiel, auch aus Hamburg. Ah ja, cool, ich kenne dein Logo. So, und das war mein erster Kontakt auf dieser Konferenz und mit dem bin ich heute noch mega gut befreundet, weil wir einfach seitdem uns so viel austauschen und keine Ahnung, der schickt mir jetzt Postkarten von seinen Zwillingen an Weihnachten. Das ist einfach, also so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist wirklich jetzt kein Berufsaustausch, wie vielleicht so auf so einer Arbeitsmesse, sondern könnt ihr euch das wirklich vorstellen, es ist wie ein Festival von Menschen, die gleichen Interessen haben und Bock haben, gemeinsam zu lernen. Das ist so ungefähr das Feeling, wo wir euch auch Stück für Stück jetzt hingeben werden, auch die nächsten Zeit, wenn wir mehr Meetups und so mal besuchen. Das ist so das, also ich kann es nur empfehlen. Das ist für mich das Schönste an meinem Job, dass es diese Leute um mich herum gibt, die einfach Bock drauf haben. Und da haben, weiß nicht, der Jove und ich, viele Grüße übrigens vom Jove an den Dave. Es ist auch je nachdem, auf welche Konferenz man geht, ist das so, ja, ich weiß genau, wenn ich da hingehe, habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gesehen, aber ich weiß, heute werde ich diesen und jenen Menschen wieder treffen und der wird wahrscheinlich wo ganz anders arbeiten, aber es ist bestimmt mega cool, rauszufinden, was da gerade abgeht oder ich habe Anfang der Woche von einem Menschen von der Konferenz, hat er mir Fotos auch von seinen Kindern geschickt. So, hey, wir haben seit einem Jahr nicht mehr gesprochen. Guck mal, ich habe jetzt noch ein Kind. Hier ist ein Foto. Wann sprechen wir wieder? Was geht denn so ab gerade? Mega gut. Und natürlich der ganz, ganz große, und ne, wenn wir jetzt mal IT-mäßig bleiben oder technisch bleiben, der ganz, ganz große wichtige Punkt ist natürlich, wenn du dich austauschst mit Leuten, dann kannst du deinen Horizont erweitern. Ne? Dann kriegst du plötzlich andere Sichtweisen von irgendwelchen Dingen raus. Ne? Wie denken die darüber? Wie sehen die Dinge aus? Ich habe auch sogar schon politische Diskussionen auf irgendwelchen Konferenzen bei Google drin, auf dem Campus mit jemandem gehabt, was auch ein bisschen wirrt war, aber es war okay. Aber in den meisten Fällen unterhält man sich eben über irgendwelche technischen Dinge und dann so sagt er, hey, wie findest du das Feature? Wie findest du das Framework? Wie findest du das? Hast du das gehört? Hast du gesehen, wie die es umgesetzt haben? Was sagst du dazu? Und dann kommt man ganz schnell in eine Diskussion und kriegt vor allem dann auch irgendwie Insights über, was der andere denkt darüber und wie der es verstanden hat. Und man kriegt teilweise sogar, wenn du sagst, hey, ich habe keine Ahnung, wie geht das? Erklär mal. Dann kriegst du plötzlich ein kostenloses Coaching über ein bestimmtes Feature und kannst dir deine Meinung nachher darüber bilden. Also das generell ist das Community-Ding und generell ist das ja natürlich auch für einen Entwickler an sich ja. Ne? Also das heißt, wenn man sich entscheidet, Entwickler zu sein, dann hört man ja nicht mal auf zu lernen, weil man sich ja weiterbilden muss. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie immer offen bleibt für Dinge, ne? Weil wenn ich mitkriege, dass ich Schulungen mache oder wenn ich an Schulungen denke, die bestehen aus Teams, die alle so im Durchschnittsalter so kurz vor der Rente sind, die sind übel skillig, wenn es um Java oder Backend-Themen geht. Ne? Ohne Witz, da kann ich irgendwas fragen und die geben mir eine richtig geile Erklärung. Ne? Aber die natürlich sitzen die auch seit 30 Jahren in einem Team zusammen und das Team hat sich seit 30 Jahren nicht verändert und jetzt kriegen sie quasi mal einen neuen Input. Das kann natürlich, gut, hätte man in 30 Jahren vielleicht ein bisschen vor was machen können, aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man eben niemals sagt, okay, jetzt ist die Zeit vorbei, also das schaffen wir nicht mehr. Ne? Und das hast du eben als Entwickler, hast du das nicht. Ne? Es gibt keinen, es ist zu spät. Also es ist vielleicht für einen Abgabetermin vielleicht mal, aber in der Regel sind die alles sowieso ganz extrem gechillt, wenn du irgendwie was zurückgibst oder was abgibst, verspätest. Aber in der Regel gibt es kein zu spät für irgendwie sich was neu anzueignen oder weiter anzueignen, weiterzubilden oder mit jemandem zu quatschen und so weiter. Das ist ja fast schon ein ausgesprochen schönes Abschlusswort. Trotzdem frage ich dich jetzt, gibt es noch einen allerletzten, allerwichtigsten Punkt, den du in dieser Runde noch teilen möchtest? Ich muss kurz gucken. Habe ich noch irgendwas aufgeschrieben? Nee, ich habe alles gesagt, was ich haben wollte, was okay, ich sagen gut. wollte. Nee, im Prinzip geht es wirklich nur darum, wenn,
wenn ihr euch selbstständig macht als Freelancer oder wenn ihr euch quasi auf den Markt schmeißt, dann seid ihr quasi, ne, selbst wenn ihr euch anstellen lässt, ihr seid ja quasi erstmal eine eigene Marke, weil ihr nicht irgendwie, ne, es gibt euch ja nur einmal. Das heißt, dann dürft ihr gerne darauf vertrauen, auf das, was ihr gelernt habt und das immer im Hinterkopf behalten. Und wenn ihr euren Imposter seht, dann tretet eben vor mir im Arsch und sagt, der Dave hat gesagt, du musst leiser sein. Ne? Ja. Dann danke, dass du da warst. Gerne. Erfolg beim Imposter treten. Hoffentlich kannst du mit Manfred bald mal wieder eine Apfelsaftschorle trinken gehen. Ja, ich habe gerade davor irgendwie mit ihm telefoniert. Einen Call gehabt. Das ist schon Anfang. Genau. Ich vermute, man kann dich bei Bedarf noch kontaktieren über einen Kanal der Wahl. Ja, genau. Ich bin unter dem da oben. Bin ja. Ich über webdave.de bin ich eben als bei Twitter und bei Instagram und bei Twitch. Mhm. Ich bin montags immer bei Twitch ab 8 Uhr, bin ich quasi live und ich nehme mir immer was vor, was ich tue und im Endeffekt mache ich was anderes. Also der Chat wünscht sich quasi dann immer irgendwie ein Thema für die nächste Woche und letzte Woche war quasi dann der Wunsch, dass ich mit Git ein bisschen was zeige. Letzte Woche am Montag, diese Woche besser gesagt, habe ich Authentication gemacht, also wie kann ich mich authentifizieren. Hab sowas gemacht, aber genau, irgendwie sowas. Und ihr könnt natürlich jederzeit irgendwelche Fragen da reinpacken. Also da kriegt man mich auf jeden Fall gut erreicht und natürlich über Twitter oder Instagram und so weiter. Das geht auch. Gut, danke schön. Wir teilen dein Twitter-Handle und so im Nachgang noch in der Chat. Gut, gibt es noch berühmte letzte Worte von einem anderen Menschen in der Runde? Ich habe das als Beifall gedeutet, Thorsten, ja? Ich auch. Okay, danke. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Das war richtig, richtig schön. Danke fürs Teilen. Und genau, Dave ist auch auf Discord überall. Also da könnt ihr ihn auch kriegen. Genau, im Discord bin ich auch. Ja, stimmt. Genau. Cool. Ja, vielen lieben Dank. Und genau, finde ich ein gutes Abschluss-Learning zum Wochenende. Und geht in den Kampf mit eurem Imposter. Genau, und wenn ihr mal Unterstützung braucht oder so, dann sagt Bescheid. Dann kann ich vielleicht auch helfen. Wenn ich was erklären soll und so. Das biete ich immer an. Auch in meinen Workshops. Genau, einfach Bescheid sagen. Ja, cool. Dann stoppe ich die Aufnahme. Vielen Dank, dann mach's gut, Nathalie. Warte. Ah! Tschüss. Was?